So. External Power haben wir, oder? Nee, gibt's nicht. Mach einfach irgendwie halt an. Batteries on? Alter, das ist so ungewohnt. Ist so, ne? Es ist so ungewohnt. Ist ganz schlimm. Battery on? Einfach mal kurz. Spannung haben wir auf jeden Fall. Kriegen wir auch noch eine Artis? Hallo? Kriegen wir auch noch eine Artis, sagt er. Ich schmeiß die Kiste mal direkt hinterher, ja. Ja, natürlich. Ist mir aber ein bisschen Strom reingekommen. Oh ja. Sag mal, wer hat da vorhin keiner eine Parking-Check-Disc gelesen? Na, was ist hier drin? Glaube nicht. Pass auf. Wie kann ich denn das ist nochmal? Parking Brake Set. Wie ist da? Da. Musst rechts nehmen, dran auf das Symbol. Ah, ja. Stimmt. So. Deswegen ist ein Schwarz. Set. Nö, sonst haben wir alles. Zack, 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 zack. Und steht ein IDR ist 1 auf allein, ist die Frage. Ja, das ist ein. Das ist ein Bug-Check. Ja, passt so. Können wir schon mal meinen Left, können wir schon mal anmachen, die schon mal auf Pause stellen. Das ist auch schon so. Ah, jetzt kommt Strom in die Bude hier. Ui. Der Standard-Handgriff während dem Pushback, der ist auf den Außen. Ist wichtig. Ist wichtig. Den machst du auch während des Fliegens so. Hm? Ja, genau. Das sieht gut aus. Keine Vibration. Passt schon. Keine Vibration. Der QR-Code vom linken, von der linken SCU könnt ihr runternehmen. Dass ihr was eintippen könnt, ja. Den rechten bitte nicht runternehmen. Verstanden. So, init. Wir fliegen von EDDS nach EDDF. Flight Number, natürlich die Bogen der Alpha Hotel, Morning Code, die man kennt. Kostindex, wir sind heute schnell unterwegs, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Großbad Level, ich glaube 240 ist Max. 240 ist requested. Ja, dann gucken wir mal, was er gut macht. So, Flight Plan, EDDS, Jamaica Airshow. Und dann fliegen wir nach Etasa, direkt Spesa gebe ich jetzt ein. Ne? Oder weißt du was? Weil ich mache die EDF Arrival. 25 Center hat man gesagt, ne? Ja. 25 Center. Das ist ja voll einfach. Spesa und Bravo. Müssen wir gleich nochmal schauen, ich bin mir das nicht ganz sicher. Ich habe noch kein No-Cheat bekommen. Das Zero Fuel Rate ist 55,0. 28,5. Block haben wir drin. Ja. Noch gar nichts. Das sind eigentlich 6,5. Das ist 6,5, ja. 6,8. Ja, das ist ja Zero Fuel. Ja. Das macht er ja selbst. Das macht er ja selbst. Sehr schön. Gut. Init A und B ist fertig. Performance. Ja, Flaps 1, Trim Down 0.5. Flex 54. Oh, das haben wir natürlich. Wir machen einfach irgendwas. 100. 1.5. Ja, 1.7. Und 1.8. Guck mal, lass mal. Mach mal V2 145, passt schon. ja, NRDP2, ne? Man kennt's.
Ja, das war das, das Airbus Flight Preparation, Init A, also DIFRIP-Verfahren. Ne? Ja. Init AB, Flight Plan, Performance, RATNAV. setzen wir uns da was drauf, um das Lubok wir uns setzen auf die 192. Das ist mir auf die 2. Ja, gut, alles klar. Dann machen wir schon mal hier oben. Pass an. Haben wir eine Artis? Information, Alpha. Check. Die Armen hier. Vorhin habe ich noch gelesen, wenn 290 ja, Grad. Warte mal kurz auf IS. Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Oh, jetzt. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Techniker gucken. Brings Anti-Skid Loss-Systemung off. Das ist natürlich schlecht. Machen wir mal an. Das passt. Gut, Countroller sind arm, die wollen wir noch nicht haben. Vielleicht fahren wir mal Flip Zero schon mal. Flip Zero sitzt. Genau, müssen. Genau. Also, dann. Zack. Parking Brake ist set. Das ist sehr gut. Ja. Noch niemanden verstrahlen da oben? Nicht? Noch nicht. Nee, ja, noch nicht. Verstanden. Okay, dann. Wir können ein kurzes Departure Briefing machen. Ja, mach mal. Ich höre dazu. So, also, guck mal, ich kann das ja hier rüber, dann siehst du auch was. Also, ETASA for Bravo Departure. Ja. Geht raus, Runway 25, Intercept Stuttgart L252 bis 5,6 Meilen Stuttgart, dann nach rechts rum, 339 Heading, wenn passing Lubok, Radio 238, Reite 029 to Koban, dann nach ETASA. Max 230 bis auf 339 der Track. Und die Nischelgaben sind 5000. Ach, Henning geht ja nicht. Ach, beim Henning war ja was, ja. Ja, im Prinzip recht simpel. Taxi erwarten wir geradeaus. Oscar, India, November, Alpha. Da hinten. Mhm. Wir nehmen die volle Länge, oder? Natürlich. Wenn sie doch da ist. Gut, QNH. 1013 wird ja auch gesetzt, kostet? 1280. Check. Genau, 1280. Okay, ja. Achso, der Departure-Frequenz. Das wollen wir jetzt nicht. Gut, dann sind wir soweit eigentlich durch und warten jetzt nur, bis wir IRS ist allein 3 Minuten und dann. Soll ich euch einen Lotsen einsprechen? Bitte? Soll ich euch einen Lotsen einsprechen? Oh, das wäre was. Für die Kieren. Die will ich vom Tim hören. Die will ich vom Tim hören jetzt. Die willst du von mir hören. Will ich von dir hören. Wenn Renny Requests hat. Wobei, das machen wir dann daheim, oder? Bitte? Wollen wir das auch hier machen oder machen wir das daheim? Das machen wir daheim, glaube ich. Ich habe nichts zu schreiben hier. Ich muss mir das aufschreiben. Ach, du musst. Okay. Ich muss mir das aufschreiben. Ja, dann kann man die Soundfiles auch ein bisschen bearbeiten. Ja, stimmt, ja. Das ist so ein Tick von mir. Ja, müssen wir das trotzdem jetzt einsprechen. Also er muss es ja dann einsprechen und dann setze ich über seine Stimme dann das überarbeitet. Nee, wir waren zu Hause. Welche Person meinst du? So war das jetzt nicht geplant. Ah, ich glaube, es bleibt mir vielleicht. Was haben wir denn überhaupt für Kreuzlein? Rapshansa, One Echo Lima, ne? Heute, ja. Stuttgart, Rapshansa, One Echo Lima, ist ja auch was. Aber die 109.2 ist bei mir jetzt. Also das sieht ja jetzt auch gut. Kann man nicht herstellen, das kann man nicht herstellen. Nee, kann man nicht herstellen. Aber du musst die HF. Das geht sowieso nicht. Das ist ein großer Inop-Button hier. Inop. Oh, aber die 2 geht. Guck mal, das geht, das leuchtet noch nicht. Ich komme hier sogar Arcas drauf. Oh ja, gut. Können wir eh nicht einstellen. Ah, vielleicht okay. Zweimal. Oder kann da eingestellt? Dürfen wir nicht. Okay, 1000 dürfen wir setzen, oder? Wir dürfen es nur nicht wegmachen. Ja. Was jetzt machen? Das ist gerade auf. Die war auch online oder was? Auto. So, IRS in allein. Das müssen wir eigentlich ja gleich ready sein. Ja. Ja, Startup haben wir ja schon mal. Aber wir dürfen erst anlassen, wenn die Eier jetzt drin haben. Das genau. Ist ein Problem. Startup ist hier, wir haben schon. Stuttgart. Startup. Takeoff Clearance. Ist haben wir alles schon bekommen? Mit Flugplaneinreichung. Ich kann ja auch. Ich kann,
könnte ja auch nachher ein paar Sachen mitbringen, weißt du? Deswegen, ja, also, was für interessant ist. Ich dachte, du wolltest das ganze Ding hochladen. Ja, aber natürlich ein bisschen, ne? Ja, das ist ein bisschen so tot, wie möglich rüberkommen, auch wenn wir es nicht sind. Das war Das muss ins Video rein. Da kommt die Outtakes drin. Die auf privat gestellt werden. Nicht gelistet. Ja. Die werden irgendwann mal 2 Uhr nachts auf bei dir auf Twitch gestreamt, Fugi. Oh je. Das müssen wir jetzt eigentlich nochmal probieren. Geh nochmal kurz Feiertest. Das funktioniert. Oje! Oje! Das funktioniert wirklich. Nur APU Fire geht, glaube ich, nicht. Also APU Fire Test. Oh doch! Es geht! Geht auch. Das ist aber eigentlich ein bisschen was. Kommt aber nicht. Ach doch, da kommt die Checkliste. Ja, das ist dann die E-Gaming. Ja, genau. Machst du aber noch ab. Ja. So, da haben wir jetzt auch mal. So, Constrain mache ich nochmal an. Ich gucke mir den Spaß mal kurz an, ob das auch alles so passt, ja. So, hier vorne Max 30 steht auch schön drin. Perfekt. Alles klar. Dann geht's rüber. Und dann Koban und dann haben wir eine Etasa Direct Spesa. Dann geht es auf die Perfekt, dann geht es auf die Spesa von Bravo Heibel. Wir planen Spesa Flight Level 110. Kann ich mal eingeben? Flight Level 110. Nein, die als alte Frankfurter Arten kennen das ja immer. Perfekt, ist drin. Und dann geht es rüber auf den Downwind. Und dann geben wir uns den Feind. Rein. So, alles klar, ja, dann Startup ist clear, Beacon Light ist on. Check. Und ich würde sagen, Starting Engine Number 2. Ich habe Lubok, habe ich das auch drauf, perfekt. Ja, habe ich auch drauf. In Stuttgart ist die 116.85, die tue ich mir auch nochmal an. Du hast im Prinzip, der wählt ja automatisch, passt du deine BOAs in der Reichweite an und wenn du sie hart tun willst, gibst du sie nochmal ein, dann sind die dick. Verstehe. Und nachher machen wir dann auf Level 100 clear beide und dann ist wieder auto. Verstehe. Also beziehungsweise ist auf der einen nur. So, das sieht doch gut aus. Number 2 ist stable, starting number 1. Oh, die PDU ist auch schon. Das ist mir gerade aufgefallen. Die habe ich angemacht. Die hast du angemacht? Ja, die habe ich schon gemacht. Verstehe. Ja. So ein bisschen Parking-Tickets haben die Kollegen ja vorher gemacht. Dann, falls du auch keinen Bock auf die Unterwelt unter dir hast, einmal Rain-Repellent an. Dann kommt die schöne Chemie richtig schön ausgeschlagen. Ja, ja. Bypass machen wir natürlich im Proton Fast. Ist ja ganz klar. Und dass auch jeder weiß, ob hier reinkommt. So, das schaut doch super aus. 5000, Tending ist auch drin, sehr schön. QNH Sponsor 1-3. Ja, der Engine Start liegt auf Normal. Oh, jetzt kannst du die Afterstart Items machen. Das sind ganz normal APU auf, Flaps setzen, Speedback Arm und Autobrake setzen. Also nochmal APU auf. Genau, APU Bleed und Master auf. Flaps 1. Flaps 1. Speed Brakes. Ja. Wenn wir nur Arm genau rausziehen. Ja. Kannst du mal das Arm. Perfekt. Und die Autobrake auf Brakes setzen. So, das ist ja noch zu Flight Controls. Full up. Full down. Full left. Right. Und jetzt. Radar. Full left. Okay. Full right. Willst du bei dir auch noch machen? Ich vertraue dich schon. Ja, genau. Full up. Full down. Full left. Full right. Ne? Alter, full left. Ich sitze zurück. Full right. Passt schon. Passt schon. Perfekt. Dann dürfen wir raus, Sexy. Fuck, wir bringen den Beast. Ich habe uns also schon Trip Down 05 eingegeben. Perfekt, ja. Das Einzige, was du was am Trip abmachst.
sonst funktioniert es nicht. Das sind hier sonst Auto drin. Du musst nicht mal drin, weil das halt so weh sind. Oh ja, das ist das gefällt mir drin. Okay, das habe ich jetzt, der geht ja nicht. Der geht! Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? So. Achso, und Lights in Captain's Item. Zumindest bei der Hauptsache. Sind Captain's Item checked? Alle? Alle. Was wir nachher haben, ist ICAM Memo. Das ist, also du musst eigentlich nicht mal eine Checklist lesen, weil selbst der Airbus sagt dir mit All Green. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt noch nicht All Green. Du müsst jetzt noch einen TO-Config-Test machen, dann sagt er All Green, No Blue. Das ist ja quasi unser Checklist. Das heißt, wir machen noch einmal das Wetter an. TO-Config, Takeoff, No Blue. Verstanden. Ready. Boah, das ist ja ein gutes, perfektes Wetter zu fliegen, oder was meinst du? Boah, das ist Molux! Die Defka! Boah, das ist auch auf Ivao der Endkiller. Das wäre echt hart. Hör mal, gut, die Rassanza von Nikolima, wo die Ready. Ebe einfach. Wo die Ready in den Fixed Base Simulator. Mit dem Flex, ja. Was war das letzte? Mach nix. Ich mach mal. Kevin Cruz ist wieder in der Base. Take off, danke. Okay, die 230 hält er sich dran, solange sie als Mesh drin stehen. 490. Ja, wobei. Das hier. So, vor, so. Warum steht jetzt im FMA schon Climb und Nav dran? In Blue? Achso, willst du Count eigentlich? Das ist Count länger bei dir. Ich nehme Wetter auf die 1. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es in der BOA. Was du eigentlich? Ja, da sind. Ach, du bist im Nav, okay, check. Tigers denn bei, scheiße, wir können jetzt nicht Tigers auf Tara drehen, da ist das Ding drüber. Das ist ja schlimm, passiert. Was ihr noch wollt. Passiert auch Lufthansa, alles gut. Da ist da vorne kein irgendwas, oder wie das muss auch, das ist ein AKW. Ja, da ist hier wer auf den Holding Stands da. Auf den Beipassen. 1 und 2. Ach ja. Das ist der Kevin. Das ist der 7-7 Squad da vorne. Also. Dann wir machen, wie wir es gelernt haben. Ne? Wir haben 3300 Meter. Je schneller wir werden, desto mehr nehmen wir die Gründe ab, dass wir den Start abbrechen. Und wenn ich sage Stopp, geht das Flugzeug nicht an. Verstehe. Zitat eines Flugzeugmediums. Okay, damit ist Norbert Wölfle. Emergency Briefing complete. Genau. Check. Haben wir Checklisten? Ja. Das wäre natürlich auch noch, aber im Prinzip, wir haben auch ein Take-Off-Memo auf Take-Off No Blue. Das reicht. Dieselbe gibt es auch nachher bei der Landing. Heißt dann natürlich nur Landing-Memo. No Blue irgendwie. Das Einzige, was du wirklich richtig viel vorlegen wirst, ist doch sowieso After Takeoff Checklist. Gear up, ja. Flaps up. Flaps up. Und klein brauchst du, glaube ich. Irgendwie sowas. Jetzt noch keine kleinen Checklist. Dann kannst du mal kurz in die Aufnahme reingehen, darf? Natürlich. Gucke? Natürlich. Nee. Niemals. So, mein Lieber. Before Takeoff Checklist. Hätte es das früher gegeben, wenn er hier kommt. Ich glaube, das ist mir gerade auch erst aufgefallen. Before Takeoff Checklist. Jetzt musst du wieder sagen: Pilot Fly, Nose Light. Ist Taxi. Takeoff. Muss der Takeoff. Ja, genau. Wir sind ja noch nicht auf der Bahn. Wir machen es vor der Bahn an. Ich kann es aber gerne jetzt schon auf Takeoff anfangen. Landing Light. Tickers Mode Selector In-Op. In-Op, ja. Tickers Tilt In-Op. Packs 1 und 2. Aber den Tilt kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Wetterradar-Tilt kriegen wir auch hin.
Pax 1 und 2? Oh, ne. Checked. Before take off check is complete. So, das Dropscan an. Dann machen wir nochmal eine. Alter, sind die riesig, ey. Wir haben ja leider keinen Call, dann. Lass die Kabine mal bereit, take off in 3 Sekunden. Ey, macht euch ready. Roger. So, so, dann geht die Bilder. 2-5 identified. Was ist das für ein Party? Okay, ready? Ready. Dann. Fast sagen. So, jetzt 2:30 haben wir noch, jetzt dürfen wir acceleraten.
Pivot Chime. Pivot Libby. Du musst jetzt nicht mehr arbeiten, wenn du das machst. Außer TC Turn Off Light an. Also du kannst natürlich ein bisschen den Pack oder Temperaturflow umstellen, wenn du Lust hast, ja. Aber ansonsten, oh ja. Also, oh, also, pass mal auf jetzt hier. Also, ja, Forward Kevin auch nicht so richtig, weil das schreit so ein bisschen. Ja, ja, hast du recht, hast du recht. Aber so ist gut. Vor 20 Meilen, Speed is managed. Jetzt die Runde 137, wir approachen 200 unser Green Dot, unser Peak Speed. Zack, stimmt auf 210. Das Geile ist bei der Arrival, die rennt um 1500 Meilen weiter. Wäre ich auch. So, das sieht gerade mal so steil aus, wirklich. Ja, das ist nur 3 Grad. Mit Gleitslauf da. Aber perfekt. Max kann den Pitcher haben. Wenn er Hardscale Deflection hat, oder nicht? Der Gleitslauf. Bitte? Wenn er Hardscale Deflection hat. Ja. Sprich. Oh, das ist aber ein bisschen gut, der Ding. Und jetzt cheat er nach. Sprich. Jetzt LB2. Ja, oder einer. AP1 plus 2, Country Duel, Gleitslauf Star. Danke, Flaps M1. Check, Flaps 1. 5000 für ein Go-Round sind im Fenster. Das ist aber Silver Star, der gleiche hier. So, jetzt geht's runter. Dann haben wir mal auch den Lowes gesetzt. Spoiler sind da, der ist auf vorne. Der Radetrim irritiert mich so ein bisschen. Der sollte eigentlich jetzt die Hand auf 0 sein. 7 von rechts. Ja. Bisschen drin da. Ja, Dämpfer schaltet sich selber aus. Ja, Dämpfer? Ja, wo ist Pool? Weiß ich, was es ist. Ja, Dämpfer. Ich verstehe. Hey, du denkst noch zu kompliziert. Ja, ich merke das schon. Also, wenn du jetzt eine Karte. K3-Land machst, machst du tatsächlich nichts anderes, außer dein Minimum ändern. Du musst nicht mal den Schub wegziehen, der hält dich auf der Centerline. Irgendwann halt mal die Autobrake rausnehmen, das musst du mal irgendwann machen, ja. Aber selbst das ist nicht schwierig, ja. Dann muss man halt bestellen. Und dann werden wir jetzt weg. Flaps 2! Weiter diese bis auf 180. Ja, wenn wir so ein bisschen bleiben, ist das auch nicht schlimm. Wir sind ja auf Idle. Da sind wir ein bisschen runter. Das heißt, nicht schneller werden. Wenn nicht, ziehe ich vielleicht mal ein bisschen an der Bremse. Oder weißt du was? Gear down. Gear down. Das ist nicht so das. Das ist auch so der Ryan-Trick, ich hab's gehört. Das geht bei 3 Meilen werfen. Ja, wir haben nur noch 8,3. Trick für ihn. Sehr schön. 5,500. Checkt, selbst ein Trieb. Check.
ich hab da echt einen Till vor, gell? Mit dem Tiller. Ja, aber der Tiller, der dürfte eigentlich nicht gehen bei der Geschwindigkeit. Mit dem Ruder, dann bremse ich halt, weißt du? Ja, und dann geht der Autobrake raus. Ja, gut, das wäre jetzt das Problem, aber dann. Ich glaube, das ist nur die linke Bremse, dann weißt du dann. Aber er fällt immer so minimal unter die Speed, bevor wir das gehen. Ja. So, das ist mal 1000. 1000. Ich mache den Arm hier gleich raus und lasse bei der Wire sein Ding tun. Engage. So Angst davor gehabt, eine AP rauszunehmen. 500. Ist die AP auch auf? Die nehme ich gleich raus. Über den. Verstärken. 400. Moment. 300. Das connected ja. 200. Du willst nie mehr aus dem 100 gerade. 50, 40, 30, 20, retard. Ziehen und dann. Breaks hot. Schocks weiß ich jetzt nicht, ob wir die jetzt hier reinbekommen. Deswegen schwierig. Will ich das jetzt einfach mal gekonnt klären. Breakshot haben wir geguckt, 300 Grad, das passt. Ja, mein Lieber, dann hätten wir
tatsächlich. Das und dann Flug erfolgreich. Dann Parking Check Test. Parking Check Test. Parking Check Test. Parking Break. Is it? Engine Master. Both off. Beacon. Off. Exterior lights. Configured. Snap on. Seatbelts. Off. APU on. On. Fuel pumps. Off. Off. Und Transponder ist dabei. Jo, war eh noch. War eh noch. Aber warum seid ihr schon wieder? So, jo.